Die Kulturszene in der Region nimmt schön langsam Fahrt auf. Das Theaterfestival Artig Klassisch findet heuer mit Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften wieder an drei verschiedenen Spielstätten in Straden statt. Und den Besuchern wird ein ausgewähltes und interessantes Programm geboten. Naja, wir haben begonnen eben heute mit Josef Roth, letzter Erzählung, die Legende vom Heiligen Trinker, 1939 geschrieben, kurz bevor er dann letztendlich verstorben ist. Und Roth hat irgendwo damit sein Leben Revue passieren lassen. Er selbst hat es als sein Vermächtnis bezeichnet. Und wir haben eine wunderbare Produktion hier gehabt von diesem Theater Ton und Kirschen aus Brandenburg, die es gewohnt sind, an ungewöhnlichen Orten zu spielen. Dem Ensemble des Wandertheaters Ton und Kirschen ist es gelungen, das Stück für die heutige Zeit zu aktualisieren. Wir wohnen ja nicht weit von Berlin entfernt und jetzt durch die Corona-Zeit, man trifft so viele Obdachlose an. Und dieser Schriftsteller Josef Roth hat uns alles sehr angesprochen. Wir haben ganz viel von ihm gelesen. Und diese Geschichte spiegelt ja auch ein bisschen sein Leben wider. Und Trunkenheit, Alkohol, das ist ja ganz aktuell. Wenn man die Riesen bei uns im Dorf da, die Trinkhalle sieht, und also ist sehr aktuell. Wir waren still, zusammen an der ganzen See zu rücken. Ein weiterer Höhepunkt wartete im Weinkeller des Weingutes Neumeister. Wir zeigen von Alessandro Baricco Novecento. Wieder eine Legende, diesmal die Legende vom Ozeanpianisten. Auch ein ganz berühmtes Werk der Literatur, der Weltliteratur, das wir in einem wunderbaren Solo von Daniel Dujenis zeigen. Amerika! Es ist sehr reich. Es erzählt so viel über das Leben, über das Scheitern, über die Sehnsüchte, über was in uns steckt an Genialität, an Möglichkeiten. Und das finde ich ein tolles Stück auch für unsere Zeit, wo Menschen immer weniger dazu animiert werden, zu glauben an das, was in ihnen ist und was uns auch umgibt, nämlich das Element Meer zum Beispiel, der Ozean, Musik, der Himmel, die Erde. Das ist wie geboren werden und sterben. Und dazwischen spielt sich das Leben ab. Kann ihr recht verstehen? Sprich Deutsch, sagt der Uli Rabe. Den Abschluss des Theaterfestivals Artig Klassisch machte der Grazer Dichter Wolfgang Bauer. Die Schreie der Markthändler übertönen alles. Ramses. Also das ist der dritte Versuch jetzt, der hat endlich geklappt und es ist richtig, Wolfi Bauer wäre heuer im März, ich glaube am 18. März genau, 80 Jahre alt geworden. Was haben wir gemacht? Wir haben eine CD gemacht mit dem gleichen Titel wie die Show, Bauer to the People. Und die gibt's. Und ich hoffe einfach, ich meine, es geht jetzt gar nicht so sehr nur ums Jubiläum des 80. Geburtstags, sondern Bauer ist bis zu einer gewissen Art und Weise oder zu einem gewissen Grad einfach aktuell, den spüren wir in 5 Jahren auch noch. Die Kultursaison 2021 nimmt Fahrt auf und das Publikum freut sich auf weitere Höhepunkte.